Martin Harnik, Sie stehen hier in Ihrer ersten eigenen Golfhalle. Vielleicht können Sie einmal kurz erzählen, wie kam es dazu? Ja, ich bin vor 2 Jahren so richtig zum Golf gekommen, als wir im ersten Lockdown waren und auch der Fußball geruht hat. Da war Golf im Grunde genommen die erste und einzige Sportart, die man wieder so richtig machen konnte. Auch natürlich unter gewissen Voraussetzungen, aber man konnte sie spielen. Und ja, so bin ich da eigentlich wieder hinzugekommen, habe dann auch relativ schnell mit dem Trainer gearbeitet und trainiert. Der hatte diese Trackman-Technik, diese Simulatoren quasi bei sich draußen stehen. Dafür habe ich mich interessiert, fand es super spannend, super cool. Und habe dann ja, ziemlich kurzen Prozess gemacht und mir so einen eigenen Simulator quasi für zu Hause zugelegt und habe dann da intensiv trainiert, intensiv gespielt und gerade mit meinem Schwager Matthias die einen oder anderen Abende da verbracht und hat auch den Winter durchtrainiert. Und irgendwann hat Matthias gesagt, ey, was machen eigentlich alle anderen so in der Zeit, die nicht so einen Simulator haben? Ja, und dann ist eigentlich die Idee entstanden, okay, warum bietet man sowas nicht einfach öffentlich an? Und die Grundidee ist auch nichts Neues. Also in Amerika, Skandinavien, England, Asien, weit verbreitet, super erfolgreich und sehr nachgefragt. Gibt es diese Center, nur halt in Deutschland erst sehr wenig und in Norddeutschland halt noch gar keinen und damit sind wir die Ersten. An wen richtet sich genau das Angebot? Kann hier jeder kommen, der noch nie Golf gespielt hat und direkt drauf losschlagen? Von bis. Also wir bedienen vom Nichtgolfer bis zum Profigolfer alle Möglichkeiten, vom Kind bis zum Rentner. Also jeder kann herkommen und hier spielen. Und das ist halt auch das Spannende daran. Also wir bieten natürlich auch gerade mit unseren Golflehrern, mit denen wir hier zusammenarbeiten, verschiedene Einsteigerkurse, Schnupperkurse, Platzreifekurse, wo die Grundlagen hier gelegt werden und dann die Prüfung nur noch draußen stattfindet. All das haben wir vor, haben wir geplant, sodass wir im Grunde genommen jeden an die Hand nehmen, jeden abholen. Und es ist auch hier alles von Spaß bis hin zum ernsthaften Training, bis hin zu wirklich lukrativen, interessanten Turnieren ist alles geboten. Sie haben 15 Jahre Profifußball gespielt, haben natürlich noch gute Kontakte, auch gerade zum HSV hier um die Ecke. Gibt es da schon die ersten Einladungen, was mögliche Mannschaftsabende angeht? Jonas Bold ist ja ein großer Golfer, Tim Walter auch. Genau, ich habe mit beiden schon gesprochen. Also Jonas und Tim sind beide eingeladen und haben auch schon gesagt, sie kommen sofort, wenn das Ding geöffnet hat. Also die haben auch wirklich eine große Leidenschaft für den Golf. Ich habe mit Tim Leibold schon gesprochen, habe gesagt, ey, hier, schau dir das mal an. Wäre das nicht was für ein Mannschaftsabend? Hat er gesagt, ja, findet er cool, machen sie auch. Also ich glaube, das wird auch nicht mehr lange dauern und dann werden die hier mal auftribbeln und ihr werdet es dann eben bekommen. Ja, wie verfolgen Sie denn insgesamt gerade so den HSV? Aktuell die zweite Liga auch? Mit Hannover und Werder sind ja auch noch zwei andere Ex-Vereine dabei. Genau, also sehr positiv. Also was ich ja beim HSV in der Anfangszeit sehr kritisiert habe, war halt diese Instabilität in der Defensive, dass halt meiner Meinung nach zu sehr nur auf die Offensive geschaut wurde. Es war spektakulär, aber halt zu erfolglos oder zumindest nicht erfolgreich genug. Und da habe ich das Gefühl, da ist ein Prozess eingesetzt, sicherlich nicht wegen meiner Kritik, sondern weil sich da auch sicherlich das Ganze jetzt mehr gefunden hat. Und man sieht einfach, sie sind sehr stabil und dementsprechend auch mit dem Kader und auch dem Trainer dahinter erfolgreich. Wie wichtig war der Derby-Sieg jetzt gegen St. Pauli endlich mal wieder? Ja, sehr wichtig. Also für die ganze Stimmung innerhalb des Clubs, innerhalb der Fanszene war das super wichtig. Weil natürlich, ich glaube, dann wäre es die 4. Niederlage noch in Folge gewesen im Derby. Und das wäre schon gerade für den HSV skandalös. Mhm. Sie haben gerade den Kader angesprochen. Jetzt hat der HSV noch einen Transfer getätigt mit Jordi Chakwetadze. Als Sie das letzte Mal beim HSV gespielt haben, gab es 3 Transfers noch im Winter. Daraufhin gab es vielleicht auch die eine oder andere atmosphärische Störung in der Mannschaft. Wie sehen Sie das jetzt insgesamt? Ist das gut, dass man vielleicht dann doch nur einen Spieler geholt hat? Nee, es muss punktuell passen und da ist, glaube ich, nicht die Quantität eine Frage, sondern die Qualität und wenn dieser Spieler vielleicht auch jetzt nicht sofort helfen kann, aber zukünftig oder einen entscheidenden Moment hat in der nächsten Zeit, dann natürlich hat es sich gelohnt und ich glaube, dass das liegt auch, hat auch bei uns nicht daran gelegen, dass wir 3 Transfers gemacht haben. Also wir hatten viele andere Gründe, warum es gescheitert ist, vor allem an uns selbst. Mhm. Werder Bremen macht es auch jetzt sehr gut, gerade sehr erfolgreich mit Ole Werner. Wie gefährlich ist Werder dann jetzt als HSV-Konkurrent um den Aufstieg? Ja.
Ja, Werder war von Anfang an für mich ein absoluter Favorit und ich habe es ja von Anfang an gesagt, also das Wort Wiederaufstieg nicht in den Mund zu nehmen, halte ich für Quatsch. Und ich glaube jetzt, natürlich war es turbulent. Also Werder, muss man dazu sagen, hatte unfassbar unruhiges Transferfenster, wo jeden Tag sich der Kader geändert hat. Dann natürlich der Skandal um Markus Anfang, der unfassbar viel Unruhe gebracht hat. Und das war im Grunde genommen die größte Chance für Werder, mit Ole Werner einen Trainer zu holen, der wie die Faust aufs Auge passt und natürlich einen unfassbar erfolgreichen Start hatte. Und dementsprechend haben sie jetzt genau diesen Flow, den dieser starke Kader gebraucht hat. Und dann sind sie auch meiner Meinung nach nicht aufzuhalten. Okay, und die drei Mannschaften am Ende, wer wird oben landen? Ja, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich sehr überraschend und viele hätten das nicht gedacht vor der Saison, aber ich tippe auf HSV, Werder und Schalke Pauli. Schalke Pauli kämpfen dann um Platz 3. Ja, die Reihenfolge, da will ich jetzt mich nicht festlegen, aber ich denke, die vier Mannschaften werden die drei Plätze ausmachen. Vielen Dank und viel Erfolg mit der Halle. Vielen Dank, danke.